Jo, ich möchte hier mal demonstrieren, wie man mit Hilfe eines relativ starken Neodym-Magneten unterscheiden kann zwischen Gold und Wolfram speziell. Und zwar anhand der magnetischen Eigenschaften der beiden Metalle. Allerdings sind die Unterschiede, die magnetischen Unterschiede, extrem schwach. Also man muss halt schon da zu sehr sensitiven Methoden greifen, wie zum Beispiel hier diesem kleinen Styroporfloß im Wasserbad, das also schon bei sehr geringen Kräften in Bewegung gesetzt werden kann, um den Unterschied zwischen den magnetischen Eigenschaften der beiden Metalle hervorzuheben. Also Gold ist diamagnetisch und Wolfram ist paramagnetisch. Und das bedeutet also, diamagnetisch heißt, dass das Metall von Magneten abgestoßen wird. Also das Gegenteil von Magnetismus sozusagen. Und Wolfram ist paramagnetisch, wird also von Magneten angezogen, allerdings auch nur in sehr, sehr geringem Maße. Also das sind extrem schwache Kräfte, die sich dann bei diesen Massen jetzt hier, die wir hier so haben, also der Goldbarren hier ist 10 Gramm, der Wolframwürfel ist halt ja, ziemlich genau 1 Kubikzentimeter, also rund 19 oder 20 Gramm. Also in dem Bereich sind die Kräfte wirklich im Milligrammbereich. Also selbst wenn man sich also mit den Magneten sehr nah diesem Metall nähert, sind die Kräfte da im Milligrammbereich, die da erzeugt werden. Das ist hier ein, wie gesagt, ein Neodym-Magneten, den habe ich mir bei eBay gekauft mal irgendwann. Das ist hier 5 x 5 x 2 cm, das Teil war, glaube ich, so 40 Euro ungefähr. Sehr stark halt, nicht? Man muss also sehr aufpassen, wenn man also sich Eisen oder Stahl nähert halt, nicht? Dann ist halt immer die Gefahr groß, dass es eben dagegen schnappt sozusagen und man läuft halt also Gefahr, logischerweise sich entweder die Finger einzuklemmen oder eben auch das Metall zu brechen. Also diese Dinger, diese Neodymlegierungen, die sind sehr brüchig. Ich habe mir schon mal so einen kleinen Magneten auf die Art kaputt gemacht, weil der eben da an Metallteil geschlagen ist sozusagen und dabei zerbrochen ist. Ja, ich führe das mal gerade vor hier, wie das hier im Wasserbad sich dann zeigt. So. Ich fange mal mit dem Goldbarren hier an, stecke mal hier so rein in den Schlitz, den ich hier vorbereitet habe. Also normal, Gold ist diamagnetisch, wird also vom Magneten abgestoßen. Jetzt muss man da wohl vorsichtig sein, man muss den also sehr langsam anführen, so dass man eben nicht durch die schnelle Bewegung des Magneten in Richtung des Metalls oder vom Metall weg Induktionsströme, also Wirbelströme in dem Metall erzeugt, die dann ihrerseits Bewegung auslösen können. Aber beim Gold ist das nicht so extrem. Genau, wenn man es also ganz, man sieht jetzt schon, wenn man es also langsam ranführt, den Magneten an das Gold, dann sieht man schon, dass das Gold ganz leicht abgestoßen wird und sich dann vor dem Magneten hertreiben lässt, sozusagen, ne? Also ist wunderbar zu erkennen, der Effekt. Und genauso sollte es also bei einem Goldbarren immer sein, nicht? Also Gold ist leicht, wie gesagt, wird leicht vom Magneten abgestoßen. Das sind natürlich Kräfte, die man so auf keinen Fall spürt, wenn man das Gold so an den Magneten dran hält. Ja, ist man blöd, wenn sich das dreht, das Teil. So, dann kann man es schön sehen. Also, selbst wenn das Teil hier die Wand berührt, dann reichen schon die Kräfte nicht mehr aus. Ne? Die sind ja so am Rand, hat man dann eben durch die Oberflächenspannung des Wassers so Kapillarkräfte, die da wirken. Achso, ich muss jetzt anders natürlich halten. Das wird ja weggestoßen. Ne? Also es ist, selbst wenn ich jetzt ganz nah rangehe, reichen die Kräfte, diese magnetischen Kräfte noch nicht aus, um diese Kapillarkräfte hier, die an den Ecken hier entstehen, durch die Berührung mit der Wand, der Schüssel, um das wegzutreiben. Ich muss also erst das von der Wand lösen. Und dann erst kann ich also hier auf dem Wasserbad eben das Floß in Bewegung setzen mit Hilfe des Magneten. Na, jetzt sieht man es nicht, jetzt wird also das Floß nach links abgetrieben. Okay, jetzt will ich das gleiche mal mit dem Wolframwürfel zeigen. Hier diese Würfel, da habe ich diese fünf verschiedene Metallwürfel, die habe ich auch mal auf eBay erstanden. In so einem kleinen Set auch so, glaube ich, 30 Euro oder sowas um den Dreh. Ja, eine nette kleine Spielerei. Aber natürlich speziell mit dem Wolfram sehr interessant. Das Problem ist ja, dass halt eben Wolfram sehr beliebt ist, eben bei Goldfälschern, da eben Wolfram nahezu die gleiche Dichte hat wie Gold.
und deshalb von den Ausmaßen, also von den Abmessungen eines Goldbarrens her nicht unterschieden werden kann. Nicht, also ein Wolframbarren mit den gleichen Maßen hat also praktisch das gleiche Gewicht wie ein Goldbarren mit den gleichen Maßen. Man muss also praktisch einen Wolframbarren nur mit einem ganz dünnen Goldbezug überziehen. Dann hat man schon praktisch einen scheinbaren Goldbarren. Ist also äußerlich nicht von einem Goldbarren zu unterscheiden sozusagen und auch nicht vom Gewicht oder von den Maßen her. Kann man also erst eben zum Beispiel aufgrund der magnetischen Eigenschaften oder auch elektrische Eigenschaften von einem echten Goldbarren unterscheiden. So, also Wolfram wird, wie gesagt, jetzt angezogen von dem Magneten. Gucken, wie nah man rankommen muss, um dass er angezogen wird. Ja, jetzt sieht man es schon so ein bisschen, nicht, dass er angezogen wird. Jetzt mal von der anderen Seite her. Jetzt kehrt er langsam um, ne, und kommt jetzt dem Magneten entgegen. Und ich kann den Wolframwürfel mit dem Magneten mitziehen, sozusagen zum rechten Rand. Ja, ne, kann man wunderbar erkennen. So, wieder die Gegenrichtung. Jetzt haben wir natürlich wieder hier Wandberührung. Ne? Reicht die Kraft aus? Ne? Nicht wirklich, ne. Gucken, ob ich ihn so weggezogen werden bekommen kann vom Rand. Nee, ne, reicht nicht aus. Ich muss also erst wieder das vom Rand lösen, um die Oberflächenspannung und Kapillarkräfte da zu überwinden. Genau, jetzt sieht man es wieder, jetzt wird es wieder angezogen. Ja, ne, jetzt kann man es wunderbar erkennen. Sogar etwas stärker als die Kraft, mit der das Gold abgestoßen wird. Und so sollte es eigentlich auch von den tatsächlichen Eigenschaften her sein. Nicht, also der Paramagnetismus von Wolfram ist ungefähr doppelt so stark wie der Diamagnetismus von Gold. Und natürlich hängt das natürlich auch von den Massen ab. Der Wolframwürfel ist ja ungefähr doppelt so massiv wie der Wolframbarren. Der ist 10 Gramm und der Wolframwürfel ist 1 Kubikzentimeter, also rund 20 Gramm. Also knapp 20 Gramm ist das hier auch. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen eben mit diesen Induktionsströmen. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wobei, die sind beim Kupfer am besten zu beobachten. Die hängen natürlich überhaupt nicht vom Magnetismus der Metalle ab, sondern ausschließlich von der Leitfähigkeit der Metalle. Ne? Nicht? Also wie gesagt, wenn man einen Magneten in der Nähe von einem Metall hin und her bewegt, dann werden durch die Bewegung des Magneten eben in dem Metall sogenannte Wirbelströme erzeugt, die dann wiederum ein Magnetfeld erzeugen und die dann halt eben eine, ja, wirklich wie ein Motor wirken sozusagen. Also die dann halt eben dann halt das Metall in Bewegung versetzen. Beim Kupfer eben, weil das ein sehr extrem leitfähiges Metall ist, ist der Effekt sehr ausgeprägt halt hier. Ne? Man kann also richtig so schön eben das hin und her ziehen, ne? Das Floß sozusagen, ne? Eben halt den Magneten so hin und her bewegt über den Kupfer halt. Ne? Und das ist beim Kupfer definitiv das am ausgeprägtesten. Wenn ich das mal mit diesen anderen Metallen probiere, hier wie Wolfram erstmal. Ja, es ist kaum zu sehen, nicht? Also im Vergleich zum Kupfer wesentlich schwächer der Effekt halt hier. Ne? Das ist ganz leicht zu erkennen, ne? Dass es leicht irritiert wird hier. Ne, man kann es ganz leicht wahrnehmen, diese Hin- und Her-Bewegung. Gucken, wie es beim Gold ist. Ich glaube, ich lege das mal flach hier drauf sogar für den Zweck, damit halt da die ganze Masse dem Magneten ausgesetzt ist. Muss man natürlich ein bisschen näher dran. Ja, doch, ist auch recht gut zu erkennen hier, ne? Rechts, links, rechts, links. Ja, ist auch, Gold ist ja auch ein recht guter Leiter. Doch, ne? Ist also ähnlich wie bei Kupfer fast schon die Wirkung hier, ne? Genau. Na. So, ja, was man natürlich ebenfalls machen kann, ist, diesen Effekt kann man auch mit einer Milligrammwaage testen, wobei der Effekt, wie gesagt, so schwach ist, dass selbst eine Milligrammwaage da schon ein bisschen nicht, also möglicherweise nicht ausreicht. Ich habe hier mal so, da ist hier so ein, ich habe da oben so eine Leiste, da kann ich da hier an diesem Teil, bringe ich jetzt gleich den Magneten mal an hier. Ich glaube, ich nehme das mal in die rechte Hand und den Magneten in die linke und versuche das jetzt mal so ganz vorsichtig da dran zu kriegen, ohne meine Finger einzuklemmen. Das ist schwer.
So, ne? Und natürlich extra hier gepolstert mit dickem Papier dazwischen, damit halt da keine Kratzer entstehen und auch nichts zerbricht. So, dann hänge ich das mir hier drüber auf. Das Teil. So, dann habe ich hier noch so einen kleinen Träger mir gebaut. Man muss natürlich einen gewissen Abstand mit den Magneten haben hier von dieser Metallplatte. Die wird ja natürlich dann sonst auch eben durch den Magneten beeinflusst. Deswegen habe ich hier diesen großen Metallträger gebaut. Gucken, kann man das hier so. Also ich muss es mal höher drehen, dann kann man es besser sehen. So sieht man es, glaube ich, einigermaßen. So, dann tarieren wir die Waage mal aus. Dann nehmen wir mal erstmal den Goldbarren. So, und jetzt muss man halt schon den, also jetzt habe ich hier, ja, ne, genau, ziemlich exakt 10 Gramm. Also wirklich sehr genau 10 Gramm. Auf dem Milligramm genau zeigt mir die Waage 10 Gramm für den Goldbarren an. So, und jetzt versuche ich mal den Magneten möglichst nah auf den Goldbarren abzusenken, ohne natürlich den zu berühren. Und ja, ein bisschen ist schon zu sehen, nicht? 5 Milligramm zeigt das schon mehr an, ne? Das liegt eben daran, dass das Gold abgestoßen wird und natürlich dann eben jetzt praktisch dann schwerer auf die Waage drückt, ne? Gucken, ob ich noch ein bisschen weiter absenken kann hier. Ja, ne? Das ist jetzt schon deutlich zu erkennen. Ich habe aber jetzt gerade so circa 3-4 mm Abstand hier noch von dem Goldbarren mit dem Magneten. Mal gucken, jetzt habe ich noch 1 mm Abstand. Ja, das ist also gut zu erkennen, der Diamagnetismus, ne? So in circa 1 mm Abstand, aber immer noch im Milligrammbereich, nicht? Also so circa, ne, so 7 bis 10 Milligramm zeige ich dir hier an. Aber ist halt eine relativ einfache Milligrammwaage, die also im Bereich von, sagen wir mal, vielleicht plus minus 5 Milligramm oder sagen wir mal plus minus 3 Milligramm genau anzeigt halt, ne? So auf ein exaktes Milligramm reicht die Genauigkeit hier nicht aus. Dann machen wir das mal mit dem Wolframwürfel. So, dann sehen wir erstmal hier das Gewicht von dem Wolframwürfel, nicht? Also es ist halt schon ein bisschen, also nicht ganz exakt 1 Kubikzentimeter, ist halt ein bisschen mehr, ne? Also circa ja, 20,074 Gramm. Merken wir uns also jetzt erstmal hinten die 74 da, weil das wird auch nur im Milligrammbereich jetzt leichter werden. Also wird hier angezogen, der Wolframwürfel. Das heißt also, dadurch wird es halt leichter und zeigt dann halt etwas geringeres Gewicht an. Versuche jetzt auch mal hier den Magneten möglichst wieder auf einen circa 1 Millimeter nah auf den Wolframbarren Würfel abzusenken. So sieht man schon ein bisschen was, noch nicht. Nee, die Waage zeigt noch keine Reaktion. Ne, man muss ziemlich nah rankommen, dass man eine Reaktion sieht. Obwohl das schon recht starke, also mit normalen Magneten kann man da nicht wirklich was. Hey, sieht man es erstmalig hier, ne, dass es leichter geworden ist. Ne? Schon 7 Milligramm leichter. Und das ist jetzt hier schon im Abstand von rund, sagen wir vielleicht 1,5 Zentimeter, ist das schon spürbar. Es ist schon etwas stärker als beim Gold, aber natürlich auch deswegen, weil die Masse von dem Würfel ja doppelt so groß ist wie die Masse von dem Goldbarren. Gucken, wenn ich jetzt auf 1 Zentimeter näher rankomme hier noch, auf 1 Millimeter meine ich so, jetzt ist ungefähr 2 Millimeter, so haben wir ungefähr 1 Millimeter Abstand. So, mal arretieren. Ja, ne, circa guter Millimeter. Ja, nicht, also das ist jetzt schon sehr deutlich, ne, der Unterschied, ne? 74, 49 ist dann, ja, 25 ist der Unterschied, ne? 25 Milligramm. Ne, wird also, ne, vorhin war es beim Gold, waren es ja knappe 10 Milligramm. Ja, ne, das kommt ungefähr hin, wo man natürlich hier bei dem Goldbarren der Vorteil war, dass der so flach war und eben dem Magneten wesentlich kräftiger aus, also stärker ausgesetzt war, ne, weil die ganze Masse quasi den gleichen Abstand hatte von dem Magneten und hier eben ist ja der größere Teil des Würfels von dem, der Wolframwürfel weiter weg sozusagen vom Magneten als die Oberfläche von dem Würfel. Ja, ne, also das ist das, was ich im Wesentlichen demonstrieren wollte hier. Gibt also im Prinzip auch für den Hausgebrauch sehr einfache Möglichkeit eben Wolframfälschungen bei Goldbarren auszuschließen.